Hallihallo Löde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siedler. Diesmal Mission Nummer 3 oder Level 3, wie ihr möchtet, wie auch immer. Passwort Unity. Ja, fangen wir einfach mal an. Wie gesagt, ne, wir sind zwei Gegner, wieder ein bisschen stärker natürlich jetzt, ne, die haben wieder ein bisschen mehr Ressourcen. Wir wieder ein bisschen weniger, aber immer noch ohne Ende. Ich muss mal umstellen, ja genau. Was ist das? Achso, zwei Spieler. Geht auch. Nicht schlecht, ne? Okay, fangen wir mal an. Wieder der Start ist nicht so wichtig, aber sollte schon einigermaßen gut sein. Ich bin durchschnitt extrem viel. Ja, gehen wir noch mit Foltern hier hin. Eigentlich nicht so gut. Ich meine, nein, gehen wir da hin. Nee, Moment, gehen wir da hin. Gehen wir da hin. Da fangen wir mal an. Machen wir sofort hier eine Hütte. Weil hier unten ja noch das einen Berg mitnehmen wollen. Moment, jetzt muss ich überlegen. Können wir nicht da hin machen, ne? Ja, können wir eigentlich auch. Okay. Ich habe mir überlegt, weil hier ein großer Bauplatz ist, dass wir vielleicht irgendwas hinstellen, aber nicht wirklich. Können wir auch hier machen? Passt. Dann machen wir das Sägewerk hin. Wie immer, ne? Holzfäller, Förster und Sägewerk. Und das Steinmetz. Falls Steine sind, sind zu Anfang sehr, sehr wichtig. Also vor allem der Holzfäller, Sägewerk und Steinmetzhütte. Ihre Sachen solltet ihr immer irgendwie zu Anfang auf alle Fälle bauen. Haben auch natürlich, ne? Und danach der Förster. So, Moment, jetzt machen wir da. Ja. Nee, das doch, können wir ruhig machen, oben ist egal. Dann machen wir Steinmetz für 10. Hier, Steinmetz. Dann machen wir ruhig mal da lang. Ist egal, können wir ruhig beide machen. Egal. So. Ah, guck mal an. Ah, da gehe ich noch. Da machen wir sofort zwei Hütten, ganz klar. Da eine Hütte. Und da eine Hütte. Das gar nicht irgendwie was aufkommen lassen. Was uns mal angreifen sollte. Wie gesagt, ist ja jetzt im kleinen Level ist das noch nicht so extrem schlimm. Spielt natürlich mehr, klar. Wir sind ein bisschen aggressiver auch. Aber jetzt im Moment noch nicht so sehr. So. Das Förster und Holzfäller habe ich noch nicht. Nochmal den hinten nehmen. Da können wir euch machen. Egal. Erster Holzfäller. Nochmal neben den Förster. Übrigens, ich habe mir mal erkundig gehabt, ein bisschen mal geschaut, wegen Siedler 9, das Neueste, was jetzt ja letztes Jahr im März, glaube ich, kam. Ein gutes halbes Jahr vorher, der Volker Wertig, der Erfinder von Siedler, der war nicht angestellt bei Ubisoft. War nicht angestellt, war einfach nur freier Mitarbeiter. Und als er noch da war, hat er ein Video ja gemacht. Was also eine neue Funktion in Siedler 9 kommen wird. Neue Ressourcen, besserer Wirtschaftskreislauf und mehr Einheiten, also Pipapo. Also super, wunderbar, verzückend. Und dann hat er ja Ubisoft verlassen. Weiß auch warum. Kann nicht verstehen. Da wollte Ubisoft aus Siedler ein reines Strategiespiel machen. Oder was wie, Warcraft 3 zum Beispiel. Oder, das eine nochmal. Komm, jetzt sind die drin nicht drauf. Irgendwas mit Star, glaube ich. Also ein reines, wie Command & Conquer. Ein Strategiespiel. Siedler ist eine Aufbausimulation mit Strategieelementen. Mehr nicht. Aber kein Strategiespiel ist eine Aufbausimulation. Hat Ubisoft irgendwie nicht ganz verstanden, deswegen hat er nachher verlassen. Wie ich gehört habe, sein Team hat ein Handyspiel gemacht, Path of War.
hat sie gespielt. Aber die soll wohl auch schon an einem an neuen Aufbausimulation sein. Was genau wird noch dauern, dass irgendwann mal vielleicht kommt. Sind gerade mal in Anfang der Entwicklung, also wird es noch bestimmt 3 Jahre dauern, also ne, wird natürlich nicht Siedler heißen, ne, glaube ich nicht. Aber mal gucken, also er selber macht auf alle Fälle noch weiter. Wie gesagt, eine Aufbausimulation macht, ist wohl er gerade mit seinem Team dran, aber was genau und wie und alles, ne, keine Ahnung. Da muss man noch abpassen, was wenn wieder irgendeine Info kommt. Das wäre nicht schlecht. Aber muss man abwarten. Ja, natürlich verständlich ist es, ne, aus seinem Siedler, aus 8 Teilen. Also was eigentlich ja fast immer eine Aufbausimulation war, auf einmal Strategiespiel zu machen. Blödsinn. Naja. Was soll man dagegen machen, ne? Deswegen hat er dann Ubisoft verlassen. Eigenes Team, eigenes Studio gegründet, weiß nicht mehr, wie das heißt. Wie gesagt, wir haben jetzt ein Handyspiel gemacht. Path of War soll sehr gut sein. Hat auch schon Preise gewonnen, alles. Soll gut laufen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Bin nicht für sowas. Aber wir machen eine neue Aufbausimulation. Ich freue mich drauf. Mal gucken, wann wieder Infos kommen. Sonst, habe ich keine Infos so sonst gefunden. Aber immerhin schon mal, jetzt wissen wir schon mal, warum er Ubisoft verlassen hat. Ein gutes, war glaube ich im September, Oktober 21, hat er ja ein Info gemacht, ein Infovideo. Was alles kommt mit dem neuen Siedler, halt mit neuen Wirtschaftskreisläufe, mehr Waren, mehr Soldaten. Kann auch über Glauben, Landgewinne, alle gescherzt, also neue Sachen, ne? Aber was sie daraus dann gemacht haben, machen wollten auch und gemacht haben letztendlich, ne? Na, traurig. Naja, egal. Egal, wir sitzen da nicht drin. So, bleiben wir hier wieder bei Siedler 1, da sind wir gerade dran. Oder auch noch eine Hütte. Ich will die Berge hier mitnehmen. Das möchte ich schon gerne. Machen wir hier lang. Ja, sind die Minen hier weg, ich weiß. Müsste ich oben. Moment, hier machen wir da einen Holzfäller hin. Ich habe was Bestimmtes vor, keine Sorge. Ich weiß schon, was ich ungefähr mache. Ich möchte mir oben ein bisschen Platz schaffen für Getreidefarmen. Deswegen mache ich hier einen Holzfäller hin, dass die Bäume, den. Vor allem die 4 hier weghaut. Bin nicht schlecht. Hier sowieso ein bisschen Platz machen, ne? Aber das ist auch eher ganz in der Nähe, aber ist ja kein Thema. Egal. Moment. Hier, ne, genau. Minimum. So, das ist immer wichtig. Da sollen die generell automatisch raus und bleiben nämlich drin. Das wollen sie aber nicht. So, jetzt müssen wir aufbauen. Hier wird der kleine Steinbruch gebaut. Ach, das reicht auch schon mal. Das ist jetzt weit entfernt. Kann erstmal die Hütte bauen, setzen lassen, kann er unten eine Steinbruch hinbauen. Wäre schlauer. Wasser haben wir gar nicht, ne? Doch, da unten ist Wasser. So ein bisschen. Also Bildschütte lohnt sich hier nicht. Schon mal vergessen. Also auf Brot und Schwein gehen. Mal nochmal Schwein gehabt. Einbruch, wo ist der überhaupt, der Typ? Da ist er ja. Da sehen wir ihn ja. Da ist er, da. Ich will gerade das Granit nach Hause. Jetzt kann der Stein sein, jetzt der Granit. Warum auch immer. Ne. Egal. So, erstmal den weg fertig bauen lassen. Dann die beiden Hütten fertig bauen lassen. Und den Holzfäller bauen lassen. Genau.
Doch kann man einigermaßen schnell vorangehen, also auch nicht zu schnell. Ne, war halt der Produktion der Ritter, sag ich jetzt einfach mal. Genau, wie viel haben wir überhaupt? 83 reicht erstmal. Das reicht erstmal. Das ist nicht schlecht. Ja. Wir können auch noch hier, oder hier, ne? Nein, falsch. Hier, genau. Machen wir mal ein paar mehr Siedler. Soldaten. Machen wir mal so. So, Säge weg ist schon mal fertig. Wir werden die Bretter zur Holzfäller und hier der kleinen, was soll das sein, Hütte? Soldatenhütte? Keine Ahnung. Da gibt es, glaube ich, keinen Namen für, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht so genau. Gibt es denn so eine besondere Bezeichnung? Ich weiß sowieso nicht. Eine besondere Bezeichnung dafür? Nö. Ist die nix? Ist die go nix? Nö. Sagen wir nicht. Sagen wir einfach Soldatenhütte, okay? Soldatenhütte passt irgendwie. Oder Hütte. Einfach Hütte. So, ja, das ist ein bisschen nervig, ich weiß. Also für den Gegner nervig, ne, nicht für uns. Haben Sie eine neue Holzfällehütte bauen? Guck mal, Freund, wenn du dich mit mir anlegst. Oh, da ist der Steinmetz wieder unterwegs. Wollen wir, wenn auch schön fällt? Ja. Holz ist ja die einzigste unendliche Ressource, weil man ja mit dem Förster, mit ihmchen hier, neue Bäume pflanzen kann. Die brauchen natürlich ein paar Minuten, bis sie gewachsen sind, wie da gerade, ne? Sind einen neuen Baum gepflanzt, der ist dann ganz klein. Und natürlich ein paar Minuten, bis die ausgewachsen sind, weil dann hat man wieder Holz. Ein Thema. Wird der Holzfäller jetzt gemacht? Und noch das Holz noch um den Stein. Okay. Ja. Da, bevor er mir da irgendwas abschneidet. Einen Weg damit. Nichts anderes. Kommen wir irgendwie ein bisschen davor, ne? Gehen wir aber unten rum. Gegebenenfalls hier noch Minen hinpacken kann. Was natürlich noch nicht weiß, was da jeweils ist, ne? Aber soll da alles in reichlich vorhanden sein. Gold, Eisen, ja, Kohle, Mittel, aber der Rest vor allem. Aber werden wir mal gucken. So, ein bisschen anders. Ach, da ist der Rote. Ah, okay. Mir auch da noch schnell drin bauen. Dann haben wir das schon mal einigermaßen gesichert. Erstmal. Das ist ja auch wichtig. Machen wir da unten lang. So. Dann würde ich sagen, machen wir auch ruhig hier unten. Erstmal, machen wir erstmal so. Geologe. Geologe. Wenn hier unten Kohle und Eisen ist oder Gold, dann weiß ich schon, was ich unten hinknallen. Ihr auch? Ich weiß es. Wisst ihr es auch? Lasst euch überraschen. So, die Hütte wird gebaut. Holzfäller ist halt fertig. Weil nur hier vor allem die drei und jene hier. Und die vier Bäume soll er vor allem weghauen. Wahrscheinlich hier auch noch alle. Egal, was weg ist, weg. Und der Platz haben wir große Gebäude. Immer schon ein bisschen, ne, wie ihr seht. Große Gebäude wie Eisenschmelze, Waffenschmiede oder Goldschmelze. Das dafür ist das vor allem gedacht. Oder halt Getreidefarm, Schweinefarm, Bäckerei. Macht auch große Plätze. Die Mühle braucht einen kleinen Platz. Ein bisschen komisch, aber egal, ist so. Der gute Herr Wertig, der sich das schon mal gedacht hat. Oh, ein Stein ist schon weg. Das ist gar nichts. Das ist auch nicht schlecht. Einfach mal was. Komm, finde was. Und, jawohl. Gold. Sehr schön. Bauen wir schon mal sofort eine Goldmine hin.
Nur soll nicht verbinden, sondern nicht bauen, aber schon mal den Platz sichern, weil sonst ist da irgendwann mal das Vorkommen wieder weg und wieder neuen Gelogen aussenden. Ist nervig. Aber immer schön die Bäume füllen, immer schön die Bäume füllen. Gold, noch mehr Gold. Ah, so gut. Lassen wir da. Affenschmiede, mach ich alles später, wenn ich jetzt weiß, wo ich Eisen hab und so. Granit, ja, wäre auch nicht schlecht. Und, oh, ach, guck mal hier, ach du Scheiße. Ui, ja. Da keiner. Da sind die Bekämpflichen wieder. Höchstwahrscheinlich. Eisen, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ist das viel Eisen? Ja, ist viel Eisen. Ah, machen wir einfach Eisen. Auch schon mal sichern, Eismine. Zack. Was soll das? Ja, aber war mal knapp. Hab ich noch? Ah, war heute gekommen. Ach, das ist schon Holz da. Okay. Sehr schön. Kohle, ja, endlich. Dann machen wir einfach schon mal hin. Nur schon mal sichern, komm mal rüsten. Trotzdem, auch wenn da nicht großes Vorkommen ist, aber die bauen ja die Ressource, also die Erze, nicht nur an dieser einen Stelle ab, sondern auch rumherum, in einem gewissen Radius. Ungefähr so ist der Radius, ungefähr. Bauen sie auch alles ab. Oder noch mehr Gold. Lieber erst noch hier die beiden Hütten bauen lassen, schon mal ein bisschen absichern nach Ihmchen und nach Ihmchen. Erst das alles da ankommen lassen. Stein kommt, alles klar. Da ist Holz schon mal da. Weiter Stein. Auch schon da, sehr schön. Dann können wir hier schon mal. Muss dahin. Eine Goldschmelze. Ist am Anfang auch schon, würde ich sagen, wichtig, weil halt den Goldmünzen, die ihr letzten beiden Missionen schon gesehen habt, dadurch werden die Soldaten besser und kämpfen noch besser. Und sie steigen natürlich auch auf den General auf. Maximalstufe. Stufe 5. Wenn ihr die ersten beiden Missionen schon gesehen habt, die ersten, glaube ich, waren jetzt 6 Folgen, ne? Fünf Folgen, glaube ich. Und wisst ihr, das ist ja auch schon. Also wenn ich so über kurz oder lang will ich den hier weghauen, vernichten. Ich kann die Hütte angreifen. Nein, natürlich noch nicht, aber mal gucken. Ah, könnte ich aber schon. Einigermaßen gute, jo. Aber nein, machen wir natürlich nicht. Ist viel zu früh. Werden wir wahrscheinlich verlieren. Wahrscheinlich. Aber Alter nicht so sehr. Wie gesagt, noch können wir bis Level Mission 10, glaube ich. Können wir selber aussuchen, wo wir anfangen wollen. Danach nicht mehr. Da wird einfach festgelegt von Anfang an. Da ist der Schloss und fertig. Da hackt die Bäume weg. Die Tanne, weil ist das da? Eine Tanne, ne? Nadelgehölz. Komm mal so. Sehr schön. Das schon mal weg. Werde wohl auch besser. Ja, müssen wir noch reichen vom Platz. Eisenschmelze, Waffenschmiede, Lagerhaus hier unten. Werde ich wohl hier unten machen. Und dann hier oben wohl Getreidefarm, Schweinefarm, Metzgerei. Naja, ist für die Minen schon mal gesichert, die Nahrung. Aber es hat Zeit. Steinmetz, bist noch im zweiten Bau. Geht ein bisschen schneller dann, ey. Braucht ein bisschen lange. Dann machen wir auch. Machen wir hier oben noch ein Steinmetz hin.
jetzt schneller. Ist nicht, nicht verkehrt. Vor allem zu Anfang nicht. Wenn man schnell viele Steine braucht. Geht nicht. Geht nur darum. Na, komm, macht mir egal. Irgendwie so rum. Nur Steine. Kommt dann nachher wieder weg, der Weg. In die Hütte. Ach, das ist auch schon besetzt. Sehr schön. Machen wir ruhig noch ein bisschen weiter. Ja, schön, schön, schön. Wir müssen uns aufbewahren. Da und da. Bisschen aufbreiten immer. Ne? Dass man nicht zu viel Anschluss an die anderen verliert zu Beginn. Man Spuren natürlich ein bisschen erweitern sein Land, ist klar. Damit man auch mehr Baugrundstücke hat. Ich noch da unten einhängen, falls er unten vorbeigehen möchte. Nein, wir ihm da unten ein bisschen den Weg ab. Lass mal ruhig hier und auch dann ruhig weg. Brauche ich im Moment jetzt nicht, bis nicht für was kann ich hier für Getreide vermachen, aber so, na, nee, das war. Nee. So, ist auch gleich besetzt. Das Land, ich bin fertig. Dann 8 habe ich gesehen, 8 Golderz habe ich noch da, genau, 8 Golderz, 50 Kohle, ja. Können Sie erstmal ein bisschen Gold machen, immerhin, Glück, mein Gott. Und besetzt, sehr schön. Unbedingt weiter will ich gleich erstmal nicht. Weil ich schon nah an sein Schloss und der kann ruhig ein bisschen aufbreiten. Unten bin ich auch schon. Da, genau. Lass mal ruhig so. Nicht zu schnell die Hütten bauen, weil dann hat man keine Soldaten mehr. Vor allem später in den höheren Levels, dann hat man keine Soldaten mehr und dann schickt man da. Aber es, wenn wir alles noch nach und nach. Komm mal daran. Kann man noch eine Kohlenmine machen. Ein großes Feld. Die kleinen Schilder mit dem kleinen Kohle gerade, ist auch ein großes. Ist ein kleines. Da ist doch. Da ist ein großes Vorkommen, da ist ein kleines Vorkommen. Wo ist der Unterschied zwischen groß und klein Vorkommen? Ist manchmal ein bisschen schwer zu erkennen, wie hier auch ein kleines Vorkommen, ein großes Vorkommen. Damit ihr das auch mal so gesehen habt, den Unterschied zwischen große Vorkommen und kleine Vorkommen. Ist auch nicht verkehrt. So. Ach, alles Kohle. Ja, machen wir da auch noch schon mal Kohle. Bergwerk hin. Eine Hütte baut er nicht hin. Also, hätte er nämlich schon gemacht. So, ah, die sind auch schon weg. Der ist auch schon weg. Sehr schön. Der muss noch weg. Der muss noch weg. Dann mach ich hier sofort eine Getreidefarm hin. Ja, eine Getreidefarm, Schweinefarm, Metzger. Einen durchversorgt. Na, das muss vor allem die Tanne noch weg und der Baum muss weg. Komm raus, mach deine Arbeit. Jetzt auch schon ein paar Bäume gefällt. Ist egal, kann ruhig machen. Kein Thema. Man darf auch nicht zu schnell bauen, vor allem später, weil da hat man keine Steine und kein Holz mehr. Ja. Aber so schnell ist, ich meine, die letzte Mission 30, gerade mal so viele Ressourcen, also Holz und Steine, dass man gerade eben mal, über damals zumindest einen Holzfäller bauen konnte, oder Holz, danach ein Sägewerk, eine Batte zu verarbeiten konnte und Steinmetz. Muss man mit mir überhaupt das Sägewerk bauen konnte. Und dann, jetzt hat er ganz schön Ressourcen weg. Dann die Bretterien kommen, muss man in einen Förster investieren. Dann hat man erst genug Ressourcen.
Damals, Mission 30, die letzte, weiß ich noch, ziemlich genau. Da hat man erst so die Minimalressourcen, die man auf alle Fälle braucht, um irgendwie überhaupt frei reinzukommen. Ich hab mal bei einem Gewehr, jetzt schon länger her, war ein bisschen anders. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das finden wir alles heraus. Sollten wir uns noch ein bisschen, bis wir sind, bei 30, wir fangen erstmal jetzt bei Mission 3, aber immerhin. 10% haben wir schon. Eisen. Das ist auf die Hütte. Boah, ich gehe noch eine Hütte hin, die noch da rankommen kann. Da warten wir erstmal. Ah ja, für die Hütte da unten, genau. Und ein Stein bitte. Und noch ein Stein, den habe ich schon. Ach, hat den Weg weggemacht. Hab ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Aber er da. Brauchen wir einen neuen Weg. Denn wir sind schneller. Schneller als der Wind. Schneller als der Blitz. Schneller als das Licht. Na, wo kommen die? Wo bleiben die? Ach, der ist ja schon einer unterwegs. Da, er da. Sehe ich doch. Ach ja, wie vermisse ich das? Wie habe ich das vermisst? Die Kleins, mein Gott. Hat mir einer ja bestimmt gehabt, ich fing erst mit Siedler 3 und 4 an. Ja, ich glaube, okay, wenn man ja auch ein bisschen älter gebe ich jetzt zu, bei mir war es Siedler 1, definitiv. Aber ist immer noch geil. Ich finde es immer noch geil. Oh, ich glaube, ihr habt auch noch Spaß dran. So fing das alles irgendwann mal an. Irgendwann. Ja, schon lange her. 30 Jahre her, aber immer noch geil. So, das war mir klar. Deswegen habe ich extra gewartet. Oh. Machen wir noch hier eine Hütte hin. Ich hab mir Gedanken kommt. Machen wir jetzt durch Arschlecken. Mich gerührt nicht unbedingt hier. Da könnte ich noch Eisenschmelze oder Waffenschmied. Da will ich nicht unbedingt hier hinbauen. Weil sonst die Gefahr, wenn ich mich angreift und alles weg ist und so, ist nicht schön. Ja. Die Goldschmelze ist auch fertig. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oben gucken. Machen wir schon mal. Nee, der braucht viel Platz. Machen wir schon mal da. Da machen wir schon mal Getreide. Möchte gerne erst die Farm fertig haben. Komm. Wie viel Essen habe ich denn noch? Nahrung überhaupt? Fische, 6 Fleisch, 5 Brote, nicht viel. Wir können schon mal eine Goldschmelze in die Kohlmine schon mal machen. Das war Gold, ne? Gold. Lass ich mal verbinden. Das ist natürlich immer so eine direkte Verbindung. Von der Ressource bis zum verarbeitenden Betrieb. Natürlich immer das Beste, genauso wie Holzfelder zum Sägewerk zum Beispiel. Oder Eisen zur Eisenschmelze. Natürlich immer das Beste, ist klar. Umso kürzer, umso besser. Da ist Kohle. Da ist Eisen. Da war auch Kohle. Okay. Kohle brauchen wir sowieso ein bisschen. Kohle, Kohle, Kohle. Yep.
Jupp. Ja, schon mal ein bisschen was hier verbinden. Können wir noch? Nein, können wir nicht. Kann ich nicht erkennen. Egal, machen wir von da. So. Das lassen wir erstmal. Die Hütte ist auch nicht besetzt. Sehr schön. Aber weiter gehe ich erstmal hier noch nicht rauf. Erstmal noch nicht. Das mal reichen. Da oben sind mich schon die beiden. Ja, schon haben wir schon gespeichert. Und neues Gebäude jetzt. Alles klar. Da kann man auch durch, aber ja, ist noch keiner da. Alles noch frei. Jungfräulich. Können wir mal gucken. Machen wir da ein. Hähnchen. Moment. Nimm mal das Hähnchen. Kuckuck. Na, komm her. Jep. 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 So, machen wir auch mal gucken, wir mal, was da so ist. Machen wir nachher dann auch. Lass uns erstmal mal oben noch einen Steinbruch hinmachen. Ist nicht verkehrt. Steine kann man auch immer gebrauchen. Leider, was eigentlich ein bisschen hier fehlt, bei Siedler 1 zumindest, und bei 2 war es auch noch nicht, ich weiß, du hast wie ein Markt, wie ein Händler, wo man Sachen verkaufen oder kaufen konnte. Das kostet man, ich brauche zum Beispiel hier Steine, wir haben jetzt mal 500 Steine, 400 Steine verkaufen. Das ist irgendwas anderes, eintauchen, das ist leider nicht, ja, hat mir ein bisschen gefehlt. Wäre natürlich noch geil gewesen, ne? Aber egal. Kann nicht alles haben, ne? Wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel dann. Vieles Guten. Oh, ich kann nur sein Schloss direkt angreifen. Ah, nein, da, die Hütte kann ich angreifen. Null. Aus. Das war Kohlenmine, ne? Ja, genau, Kohlenmine. Kann ich da? Ja, kann ich. Geh mal weiter. Bitte stehen bleiben. Weiter, weiter, weiter. Ruhigbar. Wenn wir schon mal, dass ich schon mal baut ja ein bisschen, bis die Minen gebaut sind, dann muss ein bisschen fördern, dauert auch noch ein bisschen. Also ne, geht schon ein bisschen, noch ein bisschen Zeit ins Land. Aber schon mal frühzeitig bauen. Und nicht so schnell wie er es hier zum Beispiel, weil siehst du, das ist eine Eisenmine, aber keine Nahrung und dass er weiterarbeiten kann. Deswegen priorisiere ich sowas immer ein bisschen später. Na, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Yes. Ein großes Vorkommen. Ist da auch ein Kohle, ne? Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Das ist nur Kohle da oben. Da ist ein bisschen Granit. Ganz wenig Eisen. Aber hier waren wir auch noch nicht. Mal gucken. Immer nur gucken. Nur gucken, nicht anfassen. Zack, zack, zack. Später ist natürlich nur so, dass man nur wenig Werkzeug hat. Hier, das hier. Wenig Werkzeug. Dass man dann schon eine Werkzeugschmiede bauen muss. Muss man noch sagen, ja, das Werkzeug zuerst. Auch hier schon, warte mal, hier, ne? Ja, genau. Kann man einstellen, also in diesem Fall würde ich erstmal den Hammer, also für Bauarbeiter, am häufigsten machen. Am wenigsten hier Eisenschmelzer habe ich noch unten, Metzger. Am wenigsten. Oder Landarbeiter hier, die Schaufel, die Planierer. Am Weg, also wir machen ja alles runter oder nur halt einen einzigen Werkzeug oder halt einfach frei laufen lassen, kann man alles machen, aber braucht man erst später, jetzt noch nicht. Den kleinen Leveln hier braucht man nicht später, wenn wir es auch sehr früh bauen müssen, weil wir so gut wie keine Arbeiter haben.
Aber dahin dauert noch ein bisschen. Holz haben wir noch genug. 61 Bretter. Jo. Das dann noch, das weg. Hier, das da. Holzbäder. Gut. Da. Ja. Eine Kohlemine. Ach, ja, eine Kohlemine. Alles eine Kohle. Kohle. Mach ich noch eine. Kohle braucht man am meisten für Eisenschmelze, Waffenschmiede, Goldschmelze. Braucht man lieber Kohle für. Ob ich da ist Eisen oder ist da Granit? Eisen, sehr schön. Ich will vielleicht doch oben hinbauen, wa? Eisenschmelze, Waffenschmiede und so weiter. Ah, gucken. Mal gucken, erstmal alles bauen lassen. Alles zum Gold. Hütte ist unten auch besetzt. Da ist noch keiner auf dem Weg. Wie ist, sehr gut. Ach, da, Werkzeugschmiede wollte ich ja bauen. Okay. Abgeschnitten. So schnell nicht. Erstmal das alles bauen lassen, erstmal ein bisschen Gold auch machen. Das wird mir schon mal ein bisschen besetzt werden. Da ist schon mal Gold auf dem Weg. Ja, baue die Gold, Goldmine. Fertig bitte. Das stört mich hier, dass der da ist, dass der angegriffen werden kann. Das stört mich ein bisschen. Ist er hier wahrscheinlich. Muss ich den weghauen. Dann wäre er wieder safe. Oder er, ja. Na, mal gucken. Mal sehen, wie sich alles hier so entwickelt. Gold. Nee, Gold haben wir unten genug. Danke. Haben wir unten genug. So viel brauchen wir nicht. Da kommt man natürlich zu nur, wenn nur ein kleines Vorkommen. Kleines Goldvorkommen. Da war Kohle, ne? Kohle. Ist auch Kohle. So, dann lassen wir auch erstmal. Können sie verbinden, ja, aber ist nicht so wichtig. Kann später immer noch machen. Wichtig ist mir erstmal, dass die Goldmine und die Kohlenmine schon mal laufen, dass sie schon mal Gold produziert wird. Das ist schon mal wichtig. Aber Eisen, ne? Eisen und Eisen. Ja, Eisen. Eisen. War schwer zu sagen, was jetzt, wie viele Minen man haben sollte. Also ich würde sagen, Gold, Eisen, Granit am besten noch jeweils eine, gibt es erstmal zu Anfang reichen. Und mindestens 2 bis 3 Kohlenminen. Man eigentlich erst einmal genug. Mal einigen Bedarf gedeckt. Dann kann man gegebenenfalls immer noch mehr Minen machen. Ne? Wichtig ist auch, ne, die Nahrung. Die ist wichtig. Eisen, ja, ich hab mir schon mal fest. Eisen. Halt mir schon mal fest. Kohle ohne Ende, da können wir oben auch noch eine Kohlenmine machen. Das ist Kohle, machen wir auch noch eine Kohlenmine. Erstmal nur schon mal festhalten. So. Wir wollen erstmal alles hier nach und nach bauen. Wir haben keine Granitmine, ne? Aber Steine braucht man. Also, ja. Es kommt Holz nach oben. Sehr schön. Und Holz Nummer 2 für Steinbruch. Sehr schön. Dann läuft das da oben auch schon mal. Das zweite Holz wahrscheinlich, ne? Oder? Biologe fertig. Holz Nummer 1. Ja, und Holz Nummer 2. Sehr schön. Dann geht das Holz mit den beiden Minen hin. Das wahrscheinlich auch. Ne, da fehlt ja. Ja, ne, genau. Das haben wir nicht gemacht. Machen wir auch noch nicht. Vielleicht nicht zu viele Aufträge auf einmal vergeben.
Und jetzt noch hier auch noch die Mine bauen lassen, die Mine, Bäckerei, Mühle, alles hinknallen, aber nee, es ist zu viel dann. Dann verliert man auch schon den Überblick. Und dann bleiben manche Baustellen bleiben lange, lange liegen, wenn irgendwann mal gemacht wird. Das ist blöd. Lieber immer so nur ein paar, so 2, 3, 4 Stück maximal auf einmal in Auftrag geben, erstmal alles fertig bauen lassen und dann neu machen. So die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Ah, Granit! Ja, komm mal nicht hin. Ja, komm mal rein. Da kommen wir hin. Moment. Ja, zack. Die müssen wir noch machen. So. Und zack. So. Können wir leider nicht bauen. Nee, weil jetzt nicht in unserem Landbereich, sag ich mal. Können wir sein, dass hier Granit ist. Ja, machen wir da auch nochmal einen Geologe. Reinschicken. Yep. So. Der Bauernhof ist fertig, Getreidefarm hier ist fertig, sehr schön. Er ist auch weg, sehr, sehr schön. Der Stein muss noch weg, bitte. Kann er schon mal da, glaube ich, müsste er können und hier vor allem müsste er können. Hier vielleicht auch noch, da nur 1, 2 vielleicht, aber vor allem hier, in dem Bereich müsste er auf alle Fälle Felder machen können ohne Ende. Ich wollte noch hier eine Schweinefarm hinmachen. Ja, ist alles so eng hier, ne? Ah, muss ja hier oben machen. So, machen wir die Schweinefarm. Die hier. Geht das? Ja, sehr schön. Wenn eine Fahne sehr nah an einem Weg ist, der nicht verbunden ist, wie jetzt zum Beispiel, kann man wie Symbol verbinden. Nee, mach mal da. Da mach mal die Metzgerei hin. Das Ding hier. Oder Schlachter, wie ihr wollt. Wie auch immer. Könnt ihr euch frei entscheiden. So. Muss ich ja. Dann ist es reichlich blöd. Ja, muss ich machen. Mach mal so. Dann machen wir den weg. Noch mehr Platz hat dann. Ah, ist auch weg. Sehr schön. Den Steinblock, ja, genau. Sehr. Läuft wie am Schnürchen. Erste Sahne. Genau, das will ich haben. Genau so. Sehr schön. Meine Siedler hören auf mich. Die wissen, was ich von denen will. Du kannst bleiben, Doktor. Und noch besser werden. Ach. Beim Roch ist auch endlich fertig. Hier oben ein bisschen Steine weghauen hier. Granit, ja, Entschuldigung, für mich sind immer Steine, kein Granit. Ist offiziell Granit. Die Dinger hier, oder auch Steine überhaupt für die Gebäude hier zu bauen. Ist Granit, nicht Stein, Granit. Warum auch immer, keine Ahnung. Ich kenne es nur unter Granit. Das ist auch Granitsteinbruch. Oder, ja, doch Granitsteinbruch. So, mal kurz zwischenspeichern, sichern. Machen wir aber den Namen jetzt. Dann komme ich wieder durcheinander. Mission 3. Sichern. Gespeichert. Übrigens, das Speichern ging damals auch schon sehr, sehr schnell. Auch vielleicht 1, 2 Sekunden gewartet. Gesichert. Weiß ich auch noch. Ich habe, wie gesagt, sehr oft gespielt. Siedler 1. Ach, Mann. Eieieiei. So, das läuft schon mal. Sehr schön. Das läuft. Was willst du von mir? Gold. Noch mehr Gold. Ach, du Gott. Ich bin der Granit. Granit. Hallo, Granit. Bitte. Ah, ich bin fertig. Keine Hütte weg. Dann das weg. Und die Fahne kann weg. So, muss man erwarten, dass es abgebrannt ist. Dann hat man wieder hier neu
Bau und Grundstücke so. Das Trinken? Ja, sehr schön. Dann ist ein Baumstumpf. Mal wieder oben, genau, die Pest wird auch mit gezeigt. Alles nur Gold. Ach, der Granit. Sehr schön. Kann eigentlich hier auch weg den Weg, den braucht man nicht. Dann hat der Getreidefarmer nämlich noch mehr Platz. Seine Felder. Genau, da ist Schweinefarm und Schlachter. Müsste ich hier noch verbinden? Geht das noch? Kann ich mal durch? Ja, dann können wir oben nicht verbinden, ne? Müsste den hier neu legen. Und den abschneiden. Zack. Die Wege ziemlich kurz halten ist auch sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. Jede Fahne mehr, die Träger hin und her tragen müssen. Kostet Zeit. Jede Fahne, diese mehr tragen müssen. Kostet Zeit. Deswegen immer vor allem die Handelswege sehr kurz halten. Wie hier zum Beispiel bei der Warenerzeugung. Über die Verarbeitung bis zum Endverbraucher oder Endprodukt, wenn ihr so möchtet. Versuchen immer kurz zu halten. Könnte ich hier auch schon mal. So, ja. Yep. Was haben wir jetzt? Ach, Kohle. Bau die Hütte, ich brauche noch eine Granitmine, will ich noch haben. Natürlich mit Getreidefarm ist immer so eine Sache, ne? Was soll man machen, ne? Braucht halt viel Platz, wenn sie effektiv laufen soll. Muss ich auch noch hier noch ein Wegchen knallen, weil jetzt sind wieder die Felder weg. Dann Platz für Felder weg. Die knall hier weg, die Hütte. Hört sich immer an, ne? So, können die Getreidepump schon mal dann optimal laufen soweit? Ziemlich gut, sagen wir mal. So. Gold kommt. Sehr schön. So, wie sieht's hier aus? Mal gucken. Ah, da macht die nicht weiter. Geht da hinten weiter. Okay. Kohle haben wir eigentlich. Der baut da noch eine Hütte, der kann ruhig machen. Dann bauen wir unten noch eine Hütte hin. Aber sie warten, bis sie fertig ist, genau. Warte, bis die Hütte fertig ist, und dann bauen wir noch unten eine hin, dass man hier vorbei huschen kann. Ja, natürlich ist ein Siedler immer schon ein bisschen Strategie auch gewesen, ist klar. Die gehen einfach darauf losbauen, irgendwas hinpflanzen, natürlich Blödsinn, ist klar. Aber es ist eigentlich eine reine Aufbausimulation mit Strategieelementen. War halt ne, wie hier Siedler 1 schon immer gewesen, schon immer. Muss ja auch, ne? Ist ja nicht City Skylines oder so, wo es eine reine Aufbausimulation ist. Oder Anno 800 zum Beispiel, die ganze Anno-Reihe ist auch eine Aufbausimulation mit Strategie-Elementen. Das ist natürlich eine sehr effektive Getreidefarm, zwei Felder. Ja, die ist sehr effektiv. Die ist so effektiv, dass ich mir ineffektiv ist. So, da bauen sie, ja, da bauen sie. Holz fehlt aber noch. Da kommt Holz. Yeah. Und Stein? Wo ist Stein? Nein. Das erstmal noch bauen lassen, dann fangen wir unten an.
mit Eisenschmelzen Waffenschmiede. Aber jeweils nur einer reicht. Wenn ich zwei machen oder drei oder so, ne? Braucht man aber bei einem Besieger 1 zumindest braucht man es nicht. Es reicht eigentlich eine Eisenschmelze, eine Waffenschmiede vollkommen aus. In der Regel. Ich weiß wohl von Siedler Online. Das ist ein bisschen fehlgeraten, finde ich. Da muss man. Gibt es ja verschiedene Hölzer, ein Holzfäller, zwei Förster. Und zwei Sägewerke. Irgendwie so. Wenn sie optimal untereinander laufen. Irgendwie so, warte mal. Weil es halt hier überhaupt nicht mehr. Also ein Sägewerk kommt mit einem Förster, einem Holzfäller wunderbar aus. Reicht. Und Holz an. Das Holz geht da wahrscheinlich hin. Das Kohle ohne Ende. Genau, auch weg hier. Ist ja ein kleiner Stein mehr da. Weg. Ist nur der Bauplatz weg, nicht der Weg. Der bleibt ja erhalten. Will ich wundern. Noch kann man da nichts bauen, aber gleich wenn das weg ist, ist da wieder Bauplatz. So, da kann man wieder bauen. So, der macht oben fleißig. Das haben sie auch schon fertig gebaut. Ja, ich hatte hier aber erstmal Eisenmine. Das wäre doch hier gewesen, ne? Ja, genau. Das muss ich auch schon mal nebenbei bauen. Gut, hat jetzt gemacht. Sehr schön. Bevor er sich da unten hinknallen will, knallen wir ihm den Weg ab. Das ist zum Beispiel auch wieder ein Punkt Strategie. Das sind so kleine Strategiepunkte. Natürlich nicht drin, ist klar. Ja. Keine reine Aufbausimulation. Wie jetzt Rising Cities zum Beispiel. Ich habe auch mal gespielt. Wenn das einer von euch kennt. Zum Beispiel. Oder Dream Park. Rollercoaster ist ja cool, die ganzen. Wieder eine reine Aufbausimulation. Können wir ruhig. Von mir aus. Ach, da wahrscheinlich hier ein bisschen mitgenommen. Ach. Ist mir egal. Ich weiß, was ich erstmal. Brauchen Soldaten. Ich wollte eigentlich hier gerne Waffenschmiede und Eisenschmelze bauen. Hier ist dann nur Kohle. Das ist auch nur Kohle, ne? Ja. Da wäre Eisen. Hier ist er auch schon übel. Das ist ja hier Eisen, genau. Ich muss den doch hier oben hinknallen. Ich habe zwei große. Für Engel ist mal so eine Sache. Was müsst ihr da hinbauen? Ich kann mich ja nicht weiter Land wegnehmen in eine Hütte. Geht nicht. Ich kann nur eine Hütte von mir erobern. Dann fangen wir aber da an. Raus. Ich glaube, hier anfangen mit der Eisenschmelze. Was hier? Ist doch hier hinten. Waffenschmiede bauen. Wollte ich eigentlich nicht. Egal. Bin nach oben. Will denn Minen? Ist das schneller? So, du gehst jetzt noch. Ich nehme zwar vom Förster ein bisschen Platz weg, aber ist nicht so schlimm. Ist noch mehr als genug Platz, um seine Bäume zu pflanzen. Kein Thema. Nee, mach ich jetzt nicht. Würde das überhaupt gehen? Würde gehen, ja. Aber mach ich jetzt nicht. Ich gerade das Holz hier dran transportieren. Muss ich denn doch so machen? Das könnte man eigentlich gar nicht. Ich wäre lieber, wenn ich hier noch hinsetzen bauen könnte, aber geht nicht. Wo ist der Stein?
Da kommt er nicht. Ne? Leider bei sowas, ne, können die nicht jetzt direkt vom Steinbruchschütze direkt zur Baustelle transportieren. Geht leider nicht. Bringen das erst zum Schloss oder zum Lager raus und daraus geht es dann raus dann zur Baustelle. War damals halt so. War halt so, ne? Hat mich ein bisschen genervt. Aber, mein Gott, muss man durch. Erste Teil ist 94 ist das, ne? 1994. War bestimmt so mancher Zuschauer oder Abonnent von mir noch nicht mal geboren. Ist schon eine Zeit lang her. Kann man vielleicht verschmerzen, so ein bisschen halt, ne? Mein Gott. Muss man sich halt mit arrangieren, fertig. Jetzt komm Stein hoch. Dürfte jetzt für die Hütte sein. Ja. Das Stein jetzt geht darüber, darüber, da, da, zack. Sollte zumindest so sein. Sollte so sein. Ich hoffe jetzt mal. Nochmal Stein hoch, ja, für die beiden. Schweinefarm und Metzger. Wollte nicht unbedingt eine Granitmine, aber sicherheitshalber, warum nicht? Übrigens doch die Schweinefarm. Ah, ich dachte für ihn. Ach man, Leute. Das ist für die Schweinefarm, ne? Egal. Lass mal laufen. Laufen, laufen, laufen. Dafür bin ich mir eben schnell. Natürlich nicht optimal die Beinstellen jetzt hier, ne? Aber ich brauche das und was haben wir dann da? Können wir auch hier unten hinbauen, aber haben wir auch eine Lagerhalle hinbauen. Hier ist jetzt ziemlich eine Frontlinie. X-Front, wenn ihr möchtet. Nur noch so ein einfachen Soldaten, aber schon mal Gold drin. Zwei Gold. Zwei Gold. Einfache Soldaten noch. Ein bisschen besser, aber auch nicht wirklich viel. So, das heißt, es ist erstmal wieder Rad. Oh! Mittel nur. Da heißt es nur zwei drin. Von drei. Schon mal gut. Sehr gut, und er ist voll. Er hat noch voll besetzt. Voll besetzt. Und voll besetzt seine geistigen Kräfte. Ach, da kann ich mit sehen. Sehr schön. Es dauert auch noch, bis da. Bis da ist. Ja. Und auch noch nichts. Kein Holz, kein Stein. Naja. Müssen wir erstmal wieder laufen, bis die Mine, die Eismine fertig ist, haben wir nur die eine, ne? Ne, noch eine zweite, genau. Da, genau. Erstmal hier das andere, erstmal alles bauen lassen. Schweinefarm ist fertig, Metzger ist auch gleich fertig, sehr schön. Haben wir schon mal eine gute Nahrungsversorge. Natürlich auch hier noch einen Bäcker und eine Mühle bauen, die ich auch noch, wenn ich irgendwo auch noch gleich machen. Hier oben dann dabei. Erstmal muss die ganze Wirtschaft erstmal laufen. Der Getreidebauer ist schon mal sehr gut dabei. Hat schon einige Felder, kann auch schon was ernten. Schweinefarm. Hey du Hund. Wird doch eine gebaut. Das ist ein bisschen wieder. Ach ja, ne? Voll besetzt. Na egal. War ja noch verbunden, da oben rum verbunden und gar kein Thema. Dafür nicht entmutigen lassen. So, yep. Ach, der ist schon da, hat schon Getreide wieder fertig. Großer Schweinebauer. Das ist nee, so drin ist er nicht. Ne, ist er nicht. Und der Metzger fehlt auch noch.
sich mal Nahrung produzieren. Dass der Minenarbeiter gedeihen zu der Kohlmine, okay. Da ist er ja. Ey, der Schweinebauer ist da. Metzger auch schon da? Der Schlachter? Nee, auch noch nicht. Dürfte auch auf dem Weg sein. Da ist er, glaube ich. Der könnte jetzt sein. Da kann man ja nichts, ne? Nicht wirklich. Hier nochmal ganz einfach. Natürlich nie gar nicht ideal, aber egal. Aber wenn wir dazwischen noch Fähnchen setzen, dann werden die Waren schneller nach oben transportiert. Und von da machen wir wiederum. Genau. Ich möchte nicht hier dem Getreidebauer Platz wegnehmen. So, Eisenschmelz wird auch gemacht. Waffenschmiede noch nicht. Aber Gold kommt. Gold. Gut, sehr gut. Beides da. Sehr schön. Haben wir schon mal da ein bisschen abgeschnitten, kann er hier schon mal nicht mehr weiter. Dann ist er erstmal eine Hütte angreifen und erobern. Dann kommt er weiter. Und eine rote. Naja. Was ist jetzt schon wieder? Ach, gut, sehr schön. Da war. Eisen, genau. Da ist Granit. Halten wir mal fest. Nur mal fester. Auch noch nicht. Okay. Wir haben erstmal noch genug Granit, beziehungsweise hier oben noch mehr als genug, was wir abbauen können. Noch Zeit. Da haben wir wieder keine Nahrung. Deswegen läuft nicht wie blöd hin und her. Aber kommt. Jetzt schon da, der Schlachter. Ja, da ist er ja. Sehr schön. Ich könnte. Nee, eine Schweinefarm reicht. Wollte ich noch eine zweite? Könnte ich auch machen, klar, dann noch schneller, aber ich weiß nicht. Ich bin unbedingt ein Freund von. Dann bin ich da, wenn ich bin dann hier oben. Machen wir probieren wir mal aus. Noch eine Schweinefarm. Müsste eigentlich trotzdem gut laufen. Ja, sehr gut. Geht. Sehr schön. Ne, da geht aber nicht. Kann ich nicht direkt verbinden. Egal. Oder geht darüber? Ne, auch nicht, ne? Nope. Dann lassen wir das. Ich bin eine große Getreidefarm. Das ist schon sehr viel Platz, was er hier hat. Ja, natürlich nur gewesen, hier auch noch, ne, ist klar, aber nur selten. Hier würde es mir das zum Beispiel gehen. Wenn die Bäume und Steine weg wären, könnte man hier einen Getreidebauer hinbauen, wäre ideal. Oh, ja, Moment. Nachrichten kurz wegklicken. So, jetzt läuft's wieder. Weiß nicht, ob bei euch dann die Musik weg ist, also bei mir ist die Musik dann weg. Das Bound. Ich weiß nicht, ob dann bei euch dann auch weg ist. Egal. Eisschwein ist schon. Sehr gut. So. Eisenschmelz ist fertig. Geht nicht, ne? Ja.
bisschen näher. Die Wege ein bisschen kürzer sind. Eisenmine ist da, aber nur Kohle. Kohlemine sind da hier. Kohle, Kohle, Kohle. Wir lassen das mal laufen. Waffenschmiede ist auch noch nicht fertig. Aber Gold läuft immer sehr gut. Da ist noch eine Eisenmine. Sehr schön, sehr schön. Bietet es ja nicht. Jo. Das ist der Gegner. Jo. Alles klar. Dann haben wir auch erstmal alles soweit. Der Weg ist weg. Muss man neuen machen, wenn er möchte. Haben wir erstmal unser Land soweit abgesteckt. Was wir brauchen. Der Sieg als Mindestvoraussetzung ansehen, aber was man schon haben sollte. Und schon ein bisschen Platz ist klar, aber auch in ihm den Gegnern den Weg abschneiden, dass sie nicht zu schnell so weit sich ausbreiten können. Ich bin ganz schnell eingekesselt, ist auch nicht unbedingt gut. Aber auch ein bisschen absichern, die Minen absichern, die Wirtschaft absichern, soweit es ihnen geht, ne, ist auch schon, finde ich, sehr wichtig. Ich könnte natürlich noch hier ein Fischhotel machen, aber oh, lass mal. Wir haben erstmal noch genug zum Bauen. Was haben wir noch alles für Bauaufträge überhaupt? Waffenschmelz wird jetzt gebaut. Die Waffenschmiede wird jetzt gebaut. Eisenmine führt noch Holz. Und die Schweinefarm. Jo. Dann haben wir erstmal alles. Erstmal ein bisschen laufen jetzt. Schweinefarm läuft. Da kommt auch schon Gold hoch. Sehr gut. Muss auch erstmal ein bisschen laufen lassen. Ja. Den Gold erstmal alle. Das Gold in alle Hütten erstmal reinsetzen lassen. Über zwei passen diese hier rein. Wie auch Soldaten rekrutieren. Produzieren sind ein bisschen komisch an. Keiner mehr drin. Alles verbraucht. Ja, ne? 33 schlecht, 18 schlecht, 6 geht noch. Die beiden oberen beiden sind ganz nicht gut. Aber noch kein General. Ah, egal. Egal. Lass mal jetzt erstmal laufen. Gucken, was der Gegner auch so macht. Mach ich auch mal sehr gerne. Ich könnte die Hütte natürlich angreifen, wenn ich auch als erstes machen. Und die hier vor allem. Dann habe ich die Hütte gesichert und die wohl auch. Weil nur die Hütten mit diesem, sag mal, großen schwarzen Kreuz, die sind an der Front und können direkt angegriffen werden. Hütten wie, hier, da ist mehr weiß als schwarz. Da ist man vermalen. Da ist Kreuz ein bisschen klein, ein bisschen dünner. Wir können nicht angegriffen werden. Ich meine nicht. Ne, geht nicht. Nur die hier mit dem dicken, fetten Kreuz. Die können. Ja, ist ja gut. Behalte das. Ist hier. Ist mir egal. Kohle haben wir so genug. Da kommt schon der Gold an. Sehr schön. Noch vielleicht könnte ich auch machen, genau, könnte ich da kein Knall, aber auch nicht zu viele zu machen, weil nur eine einzige Getreidefarm habe, aber eine große immerhin, ne? Geht das? Ne, geht nicht, schade. Raus. Dann da die Mühle. Geht da noch? Nee. Geht nicht. Haben wir nur gedacht. Geht nicht mehr. Okay, egal. Erstmal sollen wir ruhig eine Mühle, Bäckerei bauen. Warum nicht, wenn er Getreide über hat? Dafür. Dann müssen wir erstmal laufen lassen. Getreidefarm ist gut. Nicht ideal, nicht perfekt, aber ist schon sehr gut. So einen Platz sollte man schon haben. So Getreidefarm, weil er viele Felder hat. Und wenn wir Getreide können auch produzieren. Umso schneller kann die Schweinefarm laufen und umso besser können der Schlachter Schweine schlachten.
dann zu den Minen bringen. Wir machen noch ein zweites Schweinefarm. Dann ist man überfällig, ne? Ach, alles voll. Mehr geht nicht. Da hat man den nicht sehen. Sollte aber eigentlich ohne Probleme laufen. Auch mit der Mühle, mit der Bäckerei, sollte ohne Probleme laufen. Wir haben 14 Hütten. Keine Lagerhalle, kein Turm, keine Festung. Jeweils ein reicht auch. Bootbau braucht man so gut wie nie. Im Chinier. Hab ich noch nie gebraucht. Bootbauer. Ich meine, für ein, zwei Boote. Wasser braucht man. Ne? Bei Schweinefarmen dann, genau. Jeweils ein. Ich würde so gut wie kein Wasser hier. Können wir auch lassen. Zwei Goldminen, Eisenminen haben wir dann. Okay, eine Gold, zwei Eisen, vier Kohle, eine Granit, Eich. Eich bin Anfang reicht ja vollkommen. Ich will mal gucken, wie viel Land. Land. Da sind wir noch ziemlich gut dabei. 40%. Armee, ach, sehr gut. Wir haben viel mehr Armeen als die, als der Gegner. Sehr wenig, beide sind da unten, wir sind da oben. Sehr, sehr gut. Und Gebäude. Da ungefähr gleich. Ungefähr gleich auch. Insgesamt also leichten Vorteil für uns. Da kann man sehen, was da für Gegner sind. Da sehen wir aus. Er ist schon ein bisschen stärker, ein bisschen härter. Die komische Pratze da. Und er, naja. Hätte dann bleibt doch nicht. Da kann man hier auch dann drei Gegner. Ne, ist klar, ist logisch. Maximal drei Gegner. Aber wie gesagt, erstmal laufen lassen. Bäckerei und Mühle bauen lassen. Mit Aufmerksamkeit. Gold haben wir mehr als genug. Eine Goldmine haben wir ja hier. Können wir mal festhalten, falls man nochmal, falls unten leer sein gehen sollte. Wir noch eine Reserve haben. Mal wie die Granitmine können wir auch später mal dann anschließen hier. Nach 67 Granit, das reicht eigentlich. 15 Golderz. Oh, 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 16 Golderz. Nicht schlecht. Aber immer vorm Schloss, ne? Hier los. Ich will noch einen Weg bauen. Ach, da können wir da einbauen. Geht das? So, geht. Warum nicht? Mal zwei Wege. Und zwei Wege gewesen ist gehen. Auch meine ich nicht unbedingt, aber egal. Jetzt kann man also die einzelnen Wege ein bisschen entlasten. Wie man die Waren mehr oder weniger umleiten. Mehr oder weniger, ungefähr. Ja, braucht Nahrung, kommt alles, keine Sorge. Mal hier nicht noch ein. Ja, Moment. Bin ich gerade drin, da? Mal gucken, ja, gleich. Diesen machen. Ja, machen wir auch. Machen wir da. Ach, da ist er, die Schweinefarm. Ist hier Metzger, für die unteren Minen. Mach mal so, ne? Ja, mach mal. Mach mal so, mach mal so. So, mach mal da. Und ganz außen. Wird nicht optimal laufen, ist klar, aber ist auch nicht so schlimm. Er hat ja ein paar Felder, die er machen kann. Das ist wichtig. Ist mir egal. So. Kann er behalten. Oh.
Ja, komm, speichern wir wieder. Sicher ist sicher. Mission 3. Sichern. Zack und fertig. Ich kann die ruhig verbreitern oder andere wie die wollen. Können sie erstmal machen, wie sie lustig sind. Ich lasse es erstmal so. Das ist mir so gut wie alles hier unten abgeholt. Sehr schön. Ich werde aber schon mal hier noch eine Hütte bauen. Hier ist, okay, kommt noch da ungefähr hin. Weil hier ist der Aero schon oder oben ziemlich nah und ein bisschen absichern. Der Pirat, ne, genau, der hat nur 2 wie viel soll das 1 sein? Das ist manchmal schwer zu erkennen. Jetzt habe ich nur 1, also minimal besetzt. Aber eher ihmchen hier. Knittelrote. Ah. Rot hat minimal, genau. Und der rosa Farbe auch im Moment nur minimal. Ui, was ist das? Schön. Sehr schön. Gleich den Opfer schon. Aber später. Erstmal, nee, erstmal nicht, noch nicht. Wir wollen Stärke mit Soldaten haben. Mit uns hat man noch einiges zu tun. Blöd, weil ich jetzt direkt hier an der Front und so, aber ich kann sowieso nicht angreifen. Mit minimal Besetzung kann er nicht angreifen. Weil er keine Soldaten hat, die rausgehen können. Wenn er rausgehen würde, wäre sie nicht mehr besetzt. Die muss immer mit mindestens einem Soldaten besetzt sein. Egal ob Hütte, Turm oder Festung, muss immer mindestens einer drin sein, zur Verteidigung. Für dieses Minimum. War hier, ne? Nein, falsch. Ist hier, kann man einstellen. Kann natürlich sagen, ja, auch ganz hinten voll besetzen. Die auch machen, aber macht das Sinn? Nee, nicht wirklich. Nee, aber muss immer mindestens sein, deswegen Minimum. Dann ist leer, geht nicht noch weniger hier. Geht nicht, da, geht nicht. Minimum ist Minimum, das heißt, ein Soldat muss immer drin sein. Immer. Und da hat im Moment hier nur minimal besetzt. Ein Soldat, weil die Feinde ganz unten ist. Wenn die ungefähr in der Mitte des Fensters ist, sind nur 2 drin. Und wenn es auf der Höhe des Fensters ist, sind da 3 drin, voll besetzt. Da ist nur eine drin, also kann ich eigentlich tun und machen, was ich jetzt will im Moment. Ich soll mal nicht auf ausruhen, ne? Mal weitermachen, Soldaten produzieren, rekrutieren, nicht produzieren. Hört sich so blöd an, Soldaten produzieren. Ey, das ist ja nicht die Genforschung hier. Nein, nein, rekrutieren natürlich, ne? Daten rekrutieren. Ah, ist auch fertig, sehr schön. Kann ich schon mal an Waffen herzustellen. Eisenerz haben wir noch 17, 35. Stahl, okay. Na, einige drin. Ne? So. 124, das war die bisschen noch. 125, ja, mehr als genug. Also können wir eigentlich doch mal. Was ist wieder? Hier. Ah, voll. Ähnlich nicht ganz voll. Ist ein weniger voll. Dann fast alle Siedler sollen jetzt zu Soldaten werden. Wenn natürlich eine ein Schwert vorhanden ist. Dann natürlich erst kann ein Soldat auch erst rekrutiert werden. So. Ich bin ja noch hier ein bisschen schneller. Die Verbindung schneller ist. Also der Weg kürzer ist. Hier für Eisenschmelze, hier rüber, da zack rein, dann fährt ab den Schluss. Ja. So sollte man ab und zu mal auch seine Wege optimieren. Einfach mal schauen, wo man vielleicht noch was optimieren könnte, Wege noch zusätzlich hinknallen. Es sind noch genug Felder da für die Bäume, das ist nicht das Problem. Holz haben wir erstmal genug ohne Ende, das ist nicht das Problem. Ja, aber halt schon sowas hier zum Beispiel, ne, schon wichtig, Wege sehr kurz halten. Sonst würden wir wieder hier außen rum über Schloss gehen, das ist ja ein Blödsinn.
Nee, das Bogen ist so da, darüber und dann da rein. Ja. Aber da musst du dann da wieder raus, und den Waffenschmied rein, und dann wird es so zum Schloss. Blödsinn. Ne? Also, ich jetzt hier ein bisschen verkürzt und fertig. Ja. So, haben wir es auch erstmal. Das scheint gut zu laufen. Bäcker halt braucht Steine. Schweinefarm läuft. Oben ist auch fast fertig. Gut. Mühle ist schon fertig. Ist da Mühle drin? Nein. Da ist auch schon Stein da. Fehlt noch Holz. Das ist das Holz. Hier kein Holz. Das ist das Holz. Oder? Was willst du? Ah, ja, ist ja gut, ey. Mann, bock den Eis. Ja, lass mal. Dann da kommt ein Holz. Oder ist das für die Bäckerei? Voll Getreide. Ja, wahrscheinlich für die Bäckerei, ne? Stein eigentlich. Ne, brauchen auch nochmal Holz. Ein Holz braucht. Ich sag immer Stein, obwohl es eigentlich kein Lied ist. Ja, ich weiß, aber sind Stein und finde ich fertig. Macht irgendwie mehr Sinn. Da braucht schon ein Haus aus Granit. So, läuft auch. Der Schweinebauer kann auch kommen, der Müller kann kommen. Holz rein. Okay, was ist jetzt los? Ach, ja, ist ja gut, ey. Mein Gott. Ist ja gut, du Pirat, du. Du Pirat. Mit Tiernamen, du Schmetterling, du Seehund, du Hundewelpe, du. Das hab ich ja lieb. Reicht das fertig? Sehr schön. Bäckerei braucht die Kohle? Ich glaube nicht, ne? Bin ich doch zum Backen? Gut, jetzt brauchst du da eigentlich auch Kohle, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Das weiß ich echt nicht. Kann man halt drauf achten. Aber ja, eigentlich braucht die Bäckerei doch zum Backen. Das Brot ist doch cool. Den Ofen. Schauen wir uns mal bei Gelegenheit an. Da kommt der Schweinebauer. Wo läuft er? Da ist er. Seinen Lederkippi. Zwei Schweinebauern dürfte erstmal reichen. Noch kein Müller da? Wo ist denn der Müller? Der Gerd Müller. Thomas Müller. Nein, der Müller. Hier, Beruf. Müller. Ach, ist denn da? Ach, okay. Der braucht nur Getreide. Jetzt hier oben noch eine Hütte bauen. Kommt noch kein Holz an, immer noch nicht. Hab ich kein Holz mehr oder was? Kann nicht sein. 32 Bretter, was ist los? Ja, Stau. Da ist richtig Stau. Und der Bäcker. Backe, der Bäcker hat gerufen. Ich muss hier oben eine Lagerhalle hinbauen, das will ich eigentlich nicht. Ich will gerade hier einen Weg hier lang zu bauen, nach da oben, aber... Oh nö, das ist wieder so lang der Weg.
läuft zwar langsam, aber es läuft. Will ich eigentlich nicht im Moment so viele Bauaufträge verteilen, weil hier die Granitmine zum Beispiel lassen wir erstmal und die Goldmine lassen wir auch, erstmal. Muss der Rest laufen. Ah, Mühle macht schon mal was. Da habe ich nur Mehl rein. Pfeile. Kohle, Kohle, Kohle. Ah, endlich. Immer noch kein Holz. Wo ist das Holz? Da ist das Holz. Holz. Da ist das Holz. Der Hütte hoch. Noch viel, viel weiter. Und ja, Eisen, Erz, ganz schlecht. Aus dem Schloss rausgeholt. Und jetzt geschmolzen. Ist das Holz? Ja, endlich. Mein Gott, das dauert ja Ewigkeiten. Oh. Nicht da, aber kommt jetzt ja. Machen wir schon mal. Hier auch eine Hütte? Warum nicht? Dass einigermaßen safe alles ist. Dann könnten wir hier noch ein Getreide fangen. Was? Müssen wir eigentlich nicht unbedingt sagen. Boah, Getreide voll. Ja, noch gar nichts. Das läuft jetzt mal. Ach, sie wollen ja hier. Ne, braucht keine Kohle. Es wäre schon Kohle hier. Nur nicht nur das Mehl. Okay, ein bisschen komisch, aber egal, mein Gott. Wenn ich piepse, kann es ein Papst sein, oder? Gehen wir noch die Steine da. Ja, ist Granit, ich habe Steine. Minimum, alles klar. Ja, mach mal ruhig. Wenn ich mehr viel haben. Ich bin das Holz unten an. Das Holz kommt endlich hoch. Ach, das auch schon. Er quetscht sich dadurch. Er will wohl verbinden. Ohne mich. Die wirklich wichtig nur hat er jetzt noch eine schnellere Verbindung gegeben. Ist nicht wichtig. Nicht wirklich. Holz. Sehr schön. Ist noch kein Bauarbeiter, aber Stein kommt schon. Nur da tragen wir rum. Könnte ich auch. Das war das Schöne bei Siedler 2. Gibt es noch die Eselzucht. Die Waren schneller von A nach B transportieren, aber nicht schlecht. War eine gute Idee. Natürlich ja nicht optimal der Platz ist, ne, wegen ihmchen hier, aber geht schon, okay. Was wird man denn für seine Hütte hier? Ne, für die Hütte. Oh, ja, oder? Okay. Lass mal noch, lass mal noch. Ist ja auch genau. Beide kamen Schweinefarm mit Sky schon fertig, das Schlachter. Weicht erstmal nichts. Ja, auch nicht. Ja.
Ja, ich brauche viel mehr Nahrung. Ja, die vier Minen. Nichts zu futtern, deswegen mache ich ja hier auch schon mal etwas ein neuer Kreislauf. So, ist schon was drin? Jo, ein Schwert. Immer ein Schwert und Schild für einen Soldaten. Oh, ein General. Jetzt kommt was rein. Immer den falschen. Jo. Hinten wieder automatisch raus und die kleineren Soldaten wieder rein schloss. Dass die nach und nach besser werden. Ich kann auch mal hier. Eigentlich nicht. Wir legen zwar noch 5, egal. Egal. Börse und Holzfälle haben noch genug zu tun. Läuft alles wunderbar. Ah, ist auch schon 2 Schweine. Sehr schön. Ja. Wie sieht der eine Getreidebauer? Eine große Getreidefarm. Große? Ne? Nicht ein paar Felder, so ein paar Felder mehr. Wir können 2 Schweine farmen und eine Mühle. Ohne Probleme beliefern. Diese ist fertig. Da kommt ein Stein an. Ne, oder geht wahrscheinlich zum Schluss. Alles hier Erz, Eisenerz. Mann. Ja, müssen wir das ein bisschen laufen lassen, ne? Im Moment noch nicht viel machen. Wie sind die hier eigentlich besetzt? Auch schon gute. Gar nicht so unübel. So. Kann ich mir sehen lassen. Für die halbe Stunde noch das Ende der Folge so laufen. Eingreifen wird er, glaube ich, nicht. Hat hier nur Kohle, bisschen Eisen, okay, er hat da Eisen. Soldaten kann er machen. Eisenschmelze, Waffenschmiede, ach, die ist da oben. Aber so hochintelligent, ne, hier unten die Eisenschmelze, dass man die Waren nach unten transportiert, dann werden die ganzen nach oben transportiert und dann wieder zurück zum Schloss. Nachher der Computer ist natürlich ein bisschen intelligent, macht nicht so grobe Spiele, sag ich mal. Da ist der Rote auch schon, auch ziemlich nah. Aber er da. Da kommt Waren an. Er ist schon da. Jo. Schon erstmal wieder das Wichtigste, was man so haben sollte. Na, halt ein bisschen warten, laufen lassen. Wie lange ist immer schwer zu sagen. Also ich werde jetzt noch eine halbe Stunde hier in der Folge laufen lassen, weil ich nichts weiter machen. Weil wir brauchen erstmal mehr Gold, mehr Waffen und so weiter und so fort. In der nächsten Folge können wir wieder anfangen, dann anzugreifen. Nicht schon die angreifen, aber glaube ich eigentlich nicht, weil minimal besetzt. Rot glaube ich genauso, ist auch minimal besetzt, also können die nicht angreifen. Halt nicht an. Weil minimal besetzt. Ey, ach, oh, habe ich ein Gebäude kaputt gemacht. Putt. Oh, tut mich gar nicht traurig. Ah, die wächst auch wieder. Sehr schön, da kommt schon Fleisch an. Ja, läuft doch. Der Bäcker braucht doch keine Kohle. Nee, keine Kohle, nur das Mehl. Komm, greif mal an.
Verspeichern. Ich speichere erstmal. Sicher. Ich kann jetzt. Die geht mir nicht auf den Winkel. Ach, komm mal, nochmal. Ich will noch ein bisschen Action sehen in der Folge. Töten, vernichten, ausmerzen, dezimieren. Keine Goldschmelze. Nope. Ach, ja. Nee, bringt nichts. Nee, sind zu schwach, die Soldaten. Viel zu schwach. Die tun schlecht auch. So müssen jetzt ja erstmal Soldaten raus und die Hütten besetzen. Noch so ein bisschen erzwingend war jetzt mal, ne? Also bald ein Soldat eine Hütte verlässt, wird sofort Nachschub, kann man schon mal sagen, also wird dann sofort wieder für neun Soldaten aus dem Schloss oder Lager aus sofort wieder besetzt. Nach oben, ne? Jo, ist auch fertig. Also nur ein bisschen Staub vom Schloss. Aber keine Kühe. Ist so. Ist der nächste auf dem Weg? Ach, der Getreidebauer hier, ne? Nee, ist der Förster. Ach, der Förster ist schon der Holzfäller. Mein Gott. Ist da? Der ist noch nicht da, oder? Doch, auch da. Hätte wohl ein paar Getreidefelder machen können. Ey, mach. Gib Gummi, Kollege. Mach ein Auge bald. Dann müsste der da machen können und da machen können. Eigentlich viele Felder, ja, aber ist ja egal, letztendlich. Ob wir da hatten, macht ein paar Felder. Wäre schon gut, sonst habe ich hier nicht wirklich Platz. Da nicht machen, ja, aber ist mal so unsicher hier. Da liegt ja eine Front und so, ist immer so eine Sache. Ah, da ist er ja. Da macht er doch schon das erste Feld. Ja. Sehr schön, es läuft. Gold läuft auch wieder. Ja, ich will noch Nahrung ohne Ende. Nahrung. Ja, dauert nicht alles, bis alles so richtig läuft, dauert immer. Viertelstunde, 20 Minuten mindestens. Da haben wir kein Essen. Aber auch nach und nach davon oben kommen. Jetzt. Oh oh. Putz. Der Steinbruch müsste noch die Steine hier erreichen können. Die alle hier eigentlich. Es gibt leider keinen Wirkungsbereich. Also so ein Raster oder Feld, farbiges Feld oder irgendwie sowas, ne? Gibt leider nicht. Da gab es auch viele bei Zeit 4, das weiß ich, da gab es. Da könnte man ja einstellen, ne? soll er jetzt mehr hier arbeiten oder da arbeiten, könnte man noch einstellen. Diese farbigen Kreise. War bei 4 gleich gewesen, bei 3 weiß ich ja nicht.
Dabei habe ich nicht wirklich gespielt. Nicht wirklich. Eingeguckt, ja, aber 4 war auch nicht der Burner. War ein bisschen komisch. Und man, glaube ich, ein Beruf war auch die Markierung der Grenze weiter mit einem Beruf. Und einer war das. Ach, der läuft schon mal, hier läuft schon mal sehr gut. Bei Schweinefarm, sehr gut, sehr gut. Aber hier unten halt noch nicht. 2 Getreidefelder, immerhin, ist das schon mal was. Ich kann nicht ruhig hier Getreidefeld hinmachen, weil bis der mich angreift, der droht hier noch eine ganze Ewigkeit. Diese schweren Fragen. Hier würde ich sagen. Hier noch eine hin. Da. Ich. Zack. Und fertig. Nicht ideale Felder, ich weiß, ne, aber. Wollte, können Sie auch hier durchgehen? Hier durchgehen. Können Sie auch machen. Oder nach oben hin. Dann können Sie auch machen. Ja. Wie gesagt, ist nicht so wichtig. Kann man vernachlässigen. Kann man später immer machen. Den General. Oh. Ja, schon. So. Ja, das weiß ich doch. Da kommt er auch noch hin. Sehr schön. Ne, er hat keinen Steinbruch. Keinen Steinbruch gebaut. Müssen da noch einen hinmachen, die Steine haben. Dann mach mal. Ja, aber nee, dann mach mal da einen. Ja. Ja. Ich kann, glaube ich, den kann ich, glaube ich, noch erreichen. Und dann halt die alle hier. Den Bereich. Müsste er erreichen können. Eisenkohle, ja, wichtig sagen wir schon mal. Gold, ja. Und zu wenig an. 3 Getreidefelder, 4 Getreidefelder, das ist doch schon mal was. Da wird nicht viele haben. Muss aber auch nur die Schweinefarm beliefern. Ja, nicht. Bleibt mir die Nahrung, nix mehr im Schloss bin oder was? Kein Brot, kein Fleisch, jo. Jetzt alles hier für die Bergdecke drauf. Die paar, das ist wieder ein Brot. Innerbrote. Da kann man auch priorisieren, dass die Nahrung mehr transportieren soll. Kann man die auch machen, ne, ist klar. Kann man alles einstellen. Aber lass mal einfach laufen. Ich lasse ihn mal lieber laufen. So wie die Grundeinstellung, sagen wir mal, ist. Und fertig. Wir ziehen jetzt die Kohle, danach das Brot und da kommt immer mehr Kohle an. Egal. Lass laufen, Johnny. Wichtigste ist ja Eisen und Kohle. Das muss immer laufen. Brauchen die auch bessere Soldaten? Ah. Die sind nämlich Stufe 2, glaube ich. Also sehr schwach. Sehr schlecht. Hat natürlich nichts in Reserve, ne? Nein. Da hat nichts geerntet. Der Getreidebauer.
Ach ja. So vergeht die Zeit. Jedes Mal, wenn ich Leute die Getreidefarm sich läuft, dann wird die Schweinefarm besser, dann wird mehr Fleisch hier. Für die vier Bergwerke. Nee, mir das vier Felder macht er wohl nicht. Ja, ein bisschen wenig, aber egal, muss reichen. Ich bin einfach ein bisschen zumindest. Hier läuft es ja, obwohl die Eisen hier kommt nicht viel, ne? Machen wir hier einen direkten Weg. Natürlich nicht. Brech mal ab. Da ist es schon belegt. Da sind schon die drei, da alle sechs belegt. Geht leider nicht, also ist ein bisschen schneller dann, bevor ihr unten alles rumtransportieren, Nahrung für die, ne, ist da oben lang. Auch wieder viel kürzer. Und auch die Entlastung für unten wieder ein bisschen besser. Unten doch. Ah, ne, geht nicht, okay. Hat sich nur erledigt. Schade, aber egal. Ja, kommt nicht wirklich was hoch im Moment an Granit und Holz. So, ich sehe nix. Ist das Granit? Nein? Ich weiß gar nicht. Wie liegt raus, ne? Ach egal. Gucken wir mal, die Hütte oben fertig ist. Ah, noch ein Feld. Ah, es gibt doch noch mehr Felder, meine ich doch, ey. Müssen da Platz sein. Ja, die Getreidefarm dauert sehr lange. Wenn die einmal läuft. Läuft die ohne Ende. Sieht man ja auch hier oben an der Hütte, wie viele Felder der hat. Das passt instant, nur am Arbeiten. So muss es sein. Da ist er noch ein bisschen von entfernt. Oh, auch schon fertig. Sehr schön. Noch gebaut werden. Wir wollen auch noch Getreidefarm machen, aber kein Granit. Kein Granit? Wird nämlich auch nicht fertig. Holz ist kein Thema, aber Granit, ich habe keine Granit mehr, ne? Nö. Wieder eine bauen? Kann ich nicht sehen. Schade. Hätte eine Granitmine bauen können. Hat aber nicht. Nö. Dumm gelaufen. Ich muss mir rennen. Aber der Rote ist ein bisschen intelligenter. Hat der irgendwo? Also Granitmine? Ja, hat er. Okay. Aber viele Plätze gelassen zwischen den Gebäuden. Naja. So. Da ist noch nichts da, kommt nichts an. Ein Holz, das ist glaube ich Steinbein, ne? Also Granit, ja, aber
ist das schon Holz. Das ist Holz, das ist glaube ich auch Granit, oder? Oder da unten das? Da unten, ach, wir kommen von oben, ne? Ach, na wahrscheinlich, das ist eigentlich da Granit. Das ist... Und auch gleich nach oben. Da. Genau. Da. Okay, also auch gebaut. Sehr schön. Jetzt noch 5 Felder. Müssen aber noch 2 Felder noch kommen. 2-3 Felder. Reicht es auch erstmal. Das Feld ist schon fast fertig zum Ernten. Dann läuft das erstmal. Ja, ist ja gut. Ganz ruhig, Brauner. Ganz ruhig. Leider nicht sehen, wie lange die noch brauchen. Das fehlt ein bisschen. Leider nicht sehen. Ach, wir haben noch ein Feld. Sehr schön. Gold. Läuft. Wir den eigentlich schon fast abreißen. Ist egal, macht ruhig. Macht. Haben wir was zu tun. Wichtig ist Kohlmine, Eisenmine, das ist sehr wichtig. An die Nahrungsversorgung für die Minen, sehr wichtig. Er kann noch, sehr schön. Holz an. Getreidefarm. Da ist ein Schlachter. Das ist die Schweinefarm. Ah, okay. Ah, noch eine Getreidefarm. Ja, das ist Computer. Aber er wird natürlich mit der Zeit immer stärker. Da kommt Holz. Okay. Deine haben wir jetzt 86. Mann. Ja, wird langsam besser. Es wird. Ich habe wieder so eine Phase, wo man laufen lassen muss. Einfach nur gucken, anschauen. Da was wird. Kein Getreide. Noch nicht geerntet. Ja, aber was mittlerweile auch schon ernten hier, das Getreide fällt ja nicht. Macht der es jetzt? Hier ist ein Träger. Ja, ein Träger. Müsste doch das Feld jetzt hier ernten können. Meine ich. Wir sind noch eine Stufe höher. Bin nicht ganz fertig. Ihr seht, hat ja das Getreide 4-5 Wachstumsstufen, sagen wir mal. Ah, die Goldmine hat wieder Nahrung. Kohlemine hat auch Nahrung bekommen. Ah, okay. Gold läuft, sehr schön. Hm.
hat man jetzt auch schon gebaut. Ah, kein Getreide da. Nee. Das ist blöd. Dann baue ich hier noch eine Getreidefarm hin. Das dauert nur, müsste eigentlich schon die Beine jetzt hier abenden können. Ich weiß nicht, was er da so lange da macht. Mir fehlt noch was. Bin hier denn da oben aus? Genau so, ja. Genau. Warum wartet der? Komm, mach an da. Kommt raus und erntet. Ja, endlich. Jetzt geht's richtig los. Wenn das erste Feld abgeerntet, dann geht's richtig los. Träger, bitte zur Schweinefarm. Ja, genau. Sehr schön, sehr schön. Das schauen wir uns noch an. Und der nächste bitte, ab zur Schweinefarm. Wir müssen dann jetzt hier rechts zwei Schweine sein, ne? Ja, immer noch nur ein Schwein. Oder jetzt bin ich vorab. Natürlich auch sein. Das ist ja Hauptsache, das läuft schon mal so. Das ist wichtig. Ja, dauert halt immer ein bisschen, aber die Sache, wenn es einmal läuft, dann läuft. Steinpapier gemacht, genau, Steinbruch, kein Stein. Ja, genau. Du müsstest den und die auf alle Fälle noch machen können. Und der nämlich da oben die alle. Und auch wenn der jetzt eine Hütte bauen möchte, können wir was machen. Wir werden viel scheinbar Stein. Eine rote hat eine Granitmine, ne? Genau, das ist eine Granitmine gehabt. Da. Zwei sogar. Ui. So. Egal. So. Ja, der kann das noch machen, genau. Hier einmal noch kurz, läuft alles soweit. Goldmine, Eisenmine, Kohlmine laufen soweit. Das Schweinebau wird immer noch nur ein Schwein draußen. Auch schon zwei Getreide. Da wird sie mit der Zeit dann einiges tun. Okay, dazu muss ich sagen, ich mache dann jetzt Schluss für heute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Siedler. Mission Nummer 3, Teil 2 wieder. Bis dahin, schön mit euch.